Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einer neuen Musikreview. Meine Güte, was war das für ein Jahr für Kollega? Von der Alpha-Offensive ging es über das Alpha-Royal-Battle hin zum Alpha-Mentoring. Auf diesem Weg ins Verderben pflasterten peinliche Eskapaden vergangener Signings, cringe-verursachende Alles-auf-Null-Videos und geleakte Sprachnachrichten den Pfad, der den Boss von einem Shitstorm in den nächsten geführt hat. Dazu gab es dann wieder mal die obligatorischen Sexisten- und Antisemiten-Vorwürfe der versnobten Boulevardpresse. Doch anstatt sich mit wimmerndem Seufzen in Embryostellung unter seiner Bettdecke zu verkriechen und Trübsal zu blasen, meldete sich Kollega am 10. Oktober mit der spektakulären Ankündigung von Alpha Gene 2 zurück. Der Boss hat sich mit seinem aktuell einzigen Signing Asche für 2 Wochen in sein Studio eingeschlossen und sich vorgenommen, noch einmal alles auseinanderzunehmen. Mit sämtlichen Dämonen der jüngeren Vergangenheit im Hinterkopf war Kollega natürlich klar, dass dieses Album das bedeutsamste seiner Karriere sein könnte. Denn auch wenn verschiedenste Kontroversen um den Absoluten schon seit mehreren Jahren immer mal wieder neu aufflammen, wurde er 2019 wirklich von allen Seiten attackiert. Selbst aus seinem eigenen Umfeld, dem engsten Vertrautenkreis, wurde versucht, an seinem Thron zu sägen. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Kollega 2017 und 18 seine Fangemeinde mit musikalischem Output regelrecht überflutet hat, lässt natürlich auch die Frage aufkommen, ob die Rap-Fans überhaupt schon wieder Bock auf ein neues Kollega-Album haben oder vielleicht doch noch übersättigt sind. Dieses ganze Drumherum lässt meine Antizipation natürlich in astronomische Höhen schießen, denn mich begleitet Kollegas Musik schon seit 4 Jahren. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob Kollega hier unter ungeheurem Druck einen echten Diamanten entstehen lassen hat. Ob Alpha Gene 2 ein würdiger Nachfolger zu Kollegas Debütalbum ist und er es geschafft hat, den Sound von 2007 in die Neuzeit zu transportieren, werde ich jetzt in einer Track-by-Track-Analyse mal näher für euch unter die Lupe nehmen. Es geht direkt brachial los mit dem Intro Maybach-Emblem, welches am Release-Day des Albums noch als 3. Single-Auskopplung veröffentlicht wurde. Wenn Kollega darüber rappt, dass man wegen seiner ständigen Skandale Menschenrechtsverfahren wie in England auf den Straßen sieht, fühlt sich der geneigte Zuhälter-Rap-Konnoisseur direkt wie zu Hause. Darüber hinaus gibt es unter anderem auch ein paar wohltuende Seitenhiebe gegen die Gossenpresse vom Vice Magazine, die mich persönlich sehr gefreut haben, denn auch gegen mich hat diese komische Truppe schon mal geschossen. Die Hook des Tracks dümpelt mir persönlich etwas zu unspektakulär vor sich her. Dafür gibt es im zweiten Part eine schön sarkastische Mero-Referenz, gepaart mit verbalen Attacken auf Afro-Trap-Künstler, die in Tiger-Muster G-String an ihren Dance-Moves fallen. Auf einem wunderbaren Panflöten-Beat schlendert Kollega über das nachfolgende Der Boss ist back und zeigt dabei, dass von seiner herrlich überspitzten Arroganz auch 2019 noch nichts verloren gegangen ist. Ganz im Gegenteil, der Boss hat es heutzutage gar nicht mehr nötig, jedes seiner kongenialen Wortspiele zu vollenden. Auf die Line Du bist nur in der Fiktion mächtig, lässt er hier die Line Der Boss klärt sich deine Mutter und folgen, die dann nach einer kurzen Pause mit dem Wort prächtig beendet wird. Jedem langjährigen Kollega-Fan wird hier sofort klar sein, dass der Boss hier mit der Erwartungshaltung seiner Zuhörer spielt, denn auf Fiktion mächtig hätte hier der Spit Fickt sie ohnmächtig wie die Faust aufs Auge gepasst. Dazu gibt es im zweiten Part mit der Line, gib die Halloween-Maske her, Kid, ich bring Ghetto-Street-Atmosphäre wie Public Enemy-Knastkonzerte, eine herrliche Anspielung auf die Xmas Edition vom ersten Zuhälter-Tape, die Fans der ersten Stunde in Ekstase versetzen wird. Weiter geht es mit der zweiten Single Valhalla, deren dezenter Autotune-Einsatz für regelrechte Panik unter den Oldschool Fans gesorgt hat. Wie Kolle jedoch im Interview mit mir erwähnt hat, ist Alpha Gene 2 keine 1:1 Kopie des Vorgängers, sondern eine Momentaufnahme des Hier und Jetzt, die den gleichen Vibe hat, den Kollega 2007 verspürte. Als Einzelkämpfer mit dem Rücken zur Wand allen zeigen, wer der fucking Sheriff im Town ist. Das war Haller nicht stellvertretend für das allgemeine Soundbild von Alpha Gene 2, sondern seine Vision vom Zukunftssound ist, hat Kolle auch im dazugehörigen Musikvideo damit verdeutlicht, dass er im Intro in seiner Limousine einschläft, bevor der eigentliche Track dann losgeht. Im Video zum Maybach-Emblem wacht er dann wieder auf und knüppelt seine alles zerberstenden Lines wieder durch die Gegenwart. Auch bei mir hat der Track nach Release einige Durchläufe gebraucht, weil er eben nicht das war, was man erwartet hat. Die Entscheidung, Valhalla schon als 2. Single zu droppen, ist auf jeden Fall mutig, denn Kollega verlangt dem gängigen Rap-Fan hier einiges ab. Sich auf einen Song durch mehrmaliges Hören einzulassen, können heutzutage leider nur noch die wenigsten. Valhalla ist absolut epic und gerade der zweite Part ist flowtechnisch absolutes
Endlevel. Da stört auch die etwas nervige Bridge des Tracks nur bedingt. Veni Vidi Validus ist die Fortsetzung von Veni Vidi Vici von Alpha Gene und besticht durch eine überteite, locker aus der Hüfte geschüttete Vortragsweise vom Platin veredelten Überboss, obwohl hier sowohl inhaltlich als auch punchline-technisch keine großartigen Highlights zu finden sind. Dass Kollega nicht nur Meister im Homophon finden ist, sondern diese auch gezielt nutzen kann, um eindrucksvolle Bilder zu schaffen, beweist er auf Sakrileg mit der Line: Klarer Kopf, raucht kein Weed mehr wie andere Rapper, denn ist das Gras weg, dann sieht man die Schlangen besser. Dieser treibende Beat mit epischem Chorgesang im Hintergrund liefert die musikalische Untermalung für eine powergeladene Motivationshymne, die mich direkt wieder dazu ermutigt, die Boss-Trafo nochmal anzufangen. Gut, jetzt kann ich es euch ja sagen, ich habe die Boss-Trafo natürlich nur abgebrochen, weil ich wusste, dass Kollega mir zum Ende des Jahres nochmal den ultimativen Soundtrack dazu servieren wird. Hätten wir das also nebenbei auch geklärt, meine Freunde. Auf dem anschließenden Mois-Skit gibt es nach 12 Jahren ein Wiedertreffen mit dem Fanboy, der Kolle schon im Starskit auf Alpha Gene zugetalkt hat. Netter Fan-Gimmick auf jeden Fall, trifft meinen Humor jedoch dieses Mal eher nicht. Auch die trashigen Schlaggeräusche hätte man besser auswählen können. Das Ganze ist sowieso nur ein kurzweiliges Vorgeplänkel zum folgenden von Star zu Dealer, der Fortsetzung zu Vom Dealer zum Star, auf dem 2007 noch der Eurodance-Klassiker There's a Star von Pharaoh gesampelt wurde. Auf einem herrlich nostalgischen Beat erzählt Kollega davon, dass die High Society, in der er sich heute bewegt, viel hinterfotziger ist als sein kriminelles Umfeld von damals. Es sind genau solche Beats, auf denen einfach nur ein Kollega funktioniert. Beats, die nicht über irgendeinen Dropbox-Link gekauft, sondern auf Kollega zugeschnitten und extra für ihn konzipiert wurden. Dass sich Kollega auf Alpha Gene 2 immer wieder an neuen Stilmitteln ausprobiert, zeigt der ungewöhnliche Trap-Flow, der die folgende Abrissbirne Stonehenge einleitet, die nebenbei noch einen der besten Beats der Platte bereithält. Ein sehr aggressiver Track, auf dem Kollega mit der Line Oxy wartet, Idina Hui auch endlich der Herausforderung von Oxymiron antwortet. Ich hatte Kollega im Vorfeld zu unserem Interview eine Liste von möglichen Gesprächsthemen geschickt. Er hatte dann einige davon ausgegrenzt, nicht weil er Angst davor hatte, darüber zu reden, sondern weil er auf Alpha Gene 2 dazu Stellung bezieht und nicht spoilern wollte. Sowas respektiere ich natürlich voll und ganz, aber dazu später mehr. Es folgt die erste Single-Auskopplung Alpha Genetik und mit diesem Track ist Kollega meiner Meinung nach der ganz große Wurf gelungen. Das Ding ist zu 100% Fanservice, weil es all das beinhaltet, für das ihn seine Anhängerschaft liebt. Das fängt an bei dem überragenden Streicher-Sample, welches dem Videospielklassiker Mafia & Lean und von Asche höchstpersönlich gepickt wurde. Darüber schmettert der Boss eine denkwürdige Punchline nach der nächsten und hat es dabei tatsächlich geschafft, seine Betonung wieder weniger gepresst, sondern wieder genauso locker und keine Fix geben klingen zu lassen, wie auf seinen ersten Releases. Meine persönliche Lieblingsline des Tracks ist: Ich schick deine Mama nicht auf den Kiezstrich, du Ehrenloser. Leider hat das Phoenix zu bieten wie Arizona. Für mich ist Alpha Genetik nicht nur die vielleicht beste Leadsingle des gesamten Deutschrap-Jahres, sondern auch der beste Track auf Alpha Gene 2. Hier wurde alles richtig gemacht, was dann auch mit Platz 17 in den deutschen Single-Charts belohnt wurde. Die höchste Kollega-Solo-Platzierung seit über 5 Jahren. Da sich der Boss im Laufe des Jahres vom Großteil seiner Gefährten getrennt hat, fällt der Feature-Anteil auf Alpha Gene 2 sehr minimalistisch aus. Neben Asche gibt sich auf dem anschließenden offenes Verdeck auch Kolles langjähriger Tag-Team-Partner Farid Bang die Ehre, dessen Part jedoch schwächer ausfällt, als die letzten musikalischen Ergüsse des Banger Musik-CEOs das vielleicht vermuten lassen haben. Kollega verkündet im Intro, dass er nur noch mal kurz Gold geht und dann auch schon wieder weg ist, was sich in Anbetracht der Tatsache, dass Albumverkäufe immer weiter zurückgehen, für eine doch recht unwahrscheinliche Nummer halte. Sehr einfallsreich hat Kolle auf offenes Verdeck Samarita mit folgenden Zeilen gedisst: Überboss der Galaxie und mein Kammerdiener ist ein hammerlieber Junge, der sich reimt auf Langhaar-Diva. Eine clevere Nummer, denn jeder, der mit den Beef der beiden vertraut ist, weiß natürlich sofort, dass Samarita gemeint ist. Darüber hinaus gibt er ihm durch den Verzicht auf namentliche Erwähnung jedoch keine weitere Aufmerksamkeit. Großer Trumpf des Songs ist definitiv Asche mit dem Modelface, der hier einen wirklich schnörkellosen Part abliefert. Seine aggressive Vortragsweise ähnelt der eines Jigsaws, nur dass man bei Asche jedes Wort versteht. Sollte Kollega eines Tages wirklich das Mikro an den Nagel hängen, bricht definitiv ein wichtiger Bestandteil unserer Szene weg, den ich schmerzlich vermissen werde. Mit Asche präsentiert uns Kollega jedoch ein Signing, was definitiv das Potenzial hat, einmal in die denkwürdigen Fußstapfen des Bosses zu treten. Auf dem sehr starken Eden weiß vor allem die mit Autotune unterlegte Bridge zu begeistern. Es wundert mich immer ziemlich, wenn sich Rap-Fans über Autotune-Einsatz bei Kollegas Songs aufregen. Der Boss hat dieses Stilmittel schon seit 2007 in unregelmäßigen Abständen immer wieder benutzt und weiß es auch auf Eden meiner Meinung nach wieder gekonnt einzusetzen. Was er dann aber die letzten 1,5 Minuten auf Eden für ein Feuerwerk zündet, ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Nach einem kurzen Telefonat mit der Bitte nach etwas Schnellem liefert Kolle einen perfekt vorgetragenen dritten Part auf Double Time ab. Produzent Freshmaker knüppelt dabei sein Mischpult
förmlich nieder und beendet das Ganze dann mit einem fast schon technoartigen Instrumental-Spektakel. Sehr geiler, multipler Stilwechsel innerhalb desselben Songs. Sowas bekommen meine von Dschungelbeats und Shisha-Bar-Rap geplagten Ohren heutzutage viel zu selten zu hören. Eine der musikalisch interessantesten Nummern des Albums bietet uns Kollege im Anschluss mit Spiegel, denn die kommt im Laidback-Instrumental-Gewand, welches mich irgendwie an Sidos Klassiker Carmen erinnert hat. Textlich gibt sich der Boss hier melancholisch und behandelt erstaunlich offen und fragil den Verrat aus eigenen Reihen, denn Personen aus seinem eigenen Umfeld haben ihn hintergangen und als menschlichen Bankautomaten benutzt. Diese demonstrierte Verletzlichkeit ist jedoch nur von kurzer Dauer, denn auf dem nachfolgenden Kammerjäger Interlude holt Kollega zum Gegenschlag aus. Ich bin mit Kolle schon seit längerer Zeit in Kontakt und er erzählte mir bereits vor mehreren Monaten davon, dass sein altes Umfeld versucht, ihn um 1,4 Millionen Euro zu erpressen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er hat mir ausufernde Chatverläufe und Gespräche gezeigt, die ganze Story bestätigen und auch Samaritas Rolle in der ganzen Sache erklären. Ich habe Kolle natürlich auch angeboten, diese ganzen Sachen im Interview nochmal zu besprechen, aber er meinte, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist, weil da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Sowas respektiere ich, wie gesagt, und alles, was mir im Vertrauen erzählt wird, behandle ich auch vertraulich. Egal, ob das ein Kollege ist, ein Bushido, ein PA Sports oder sonst wer. Aber definitiv schön zu hören, dass Kollege auf Alpha Gene 2 Redebedarf hat, auch wenn dieses knapp zweiminütige Intermezzo gerne noch länger sein könnte. Das von gekonnten Flowwechseln durchzogene Trinität verfügt über einen krassen Beat. Das Autotune in der Hook wirkt mir persönlich aber ein bisschen zu experimentell und etwas deplatziert. Dass Kollege auf Alpha Gene 2 nicht nur seine eigenen Wurzeln zelebriert, sondern soundtechnisch auch in die Zukunft blickt, hat sich bei Valhalla schon angedeutet, entfaltet sich mit dem anschließenden Yayo aber erst so richtig. Was für ein unfassbar kranker Song ist das denn bitte? Kollege schafft es auch nach 15 Jahren Rap-Karriere, uns hier einen Track zu liefern, den es so in der Form noch gar nicht von ihm gab. Ein düsterer Trap-Banger mit progressiv eingesetztem Autotune und einem überheftigen Beat von Goldfinger bilden eine hochexplosive Mischung, die mir wirklich die Kinnlade runterklappen ließ. Nach seinem Feature-Part auf Hood Tape Volume 3 arbeitet Kollege hier erneut mit Centino zusammen, der dieses Mal am Songwriting beteiligt war. Dazu gibt es das zweite Feature von Usher, der hier omnipräsent die erste Hook und den kompletten ersten Part übernimmt. Kolle und Usher harmonieren auf Yayo wirklich großartig. Das Ding ist ein absoluter Hit und kam bei der Fanbase so gut an, dass die beiden sich direkt am Samstag dazu entschieden haben, frühzeitig das Video zum Song zu droppen. Neben Alpha Genetik das definitive Highlight der Platte. Kollege sprach im Interview mit mir über einen Song auf Alpha Gene 2, den ein Künstler so nur einmal in seiner Karriere macht. Dabei war von Infinitum die Rede, eine Ode und Lobpreisung an Kolles bessere Hälfte. Liebeslieder sind in der harten Männerdomäne des Deutschraps, in der es oft als Schwäche ausgelegt wird, wenn man Gefühle zeigt. So etwas wie die Königsdisziplin des Genres. Kollege wirkt jedoch dabei so aufrichtig und ehrlich, dass es eine wahre Freude ist, ihm zuzuhören. Gerade in den letzten Jahren hat Kollege sich vermehrt im Image des übermächtigen Zuhälterbosses verrannt und sogar in Interviews zuletzt arge Schwierigkeiten gehabt, diese Maske abzulegen und die Person Felix Blume dahinter zu zeigen. Deshalb ist es umso wohltuender, seinen Zeilen auf Infinitum zu lauschen. Lauf ist die legitime Fortsetzung zu Fokus, und eine emotionale Kämpferhymne gepaart mit dieser hochgepitchten Stimme im Beat ist das einfach eines dieser Dinger, mit denen mich Kolle direkt nach ein paar Sekunden für sich gewundert. Die unfassbar musikalische Bridge ist dabei absoluter Zucker. Man kriegt ja bei Kollegas Parts förmlich ein schlechtes Gewissen, wenn man sich beim Zuhören gerade eine Chipstüte oder sonst irgendeine Kalorienbombe gönnt. Odin kommt mir beattechnisch ein wenig zu lahm rüber. Ich weiß natürlich, dass das Ganze hier gewollt schleppend und langsam inszeniert wurde. Mir persönlich sagen die nach vorne gehenden Tracks von Kollege jedoch mehr zu. Dafür entschädigen vorzügliche Punchline-Köstlichkeiten wie zum Beispiel, kaufe mir Aktien beim Tennis und bin wieder Buckingham Palace Investment Star. Das ist einfach eine dieser einzigartigen, der braucht wieder ein bisschen Lines und zementiert einmal mehr Kollege Standing als König der doppeldeutigen Punchlines. Davon gibt es auf dem Outro gleich nochmal 6 Minuten die volle Breitseite. Der Beat mit diesem Frauengesangs-Sample ist dafür wieder einmal perfekt gewählt. Neben dem lockeren Entlangschlendern auf der Punchline-Strandpromenade lässt es Kollege sich nicht nehmen, nochmal eine ordentliche Ladung Real Talk zu droppen. Fast jeder, dem ich noch Shoutouts gab im Monument-Outro, wurde zu einer Enttäuschung, die letztendlich aus meinem Camp rausflog. Hiermit mein Kollege sowohl sein ehemaliges Security-Team, als auch vergangene musikalische Begleiter wie Jigsaw oder DJ Arrow. Damit endet nach 19 Tracks Kollegas neues Album Alpha Gene 2, welches als musikalischer Befreiungsschlag gesehen werden kann. Sich nach so einem von Rückschlägen und Shitstorms geplagten Jahr mit einem derartig überzeugenden Release so wuchtig zurückzumelden, hätten
sicherlich nur die wenigsten geschafft. Im Gegensatz zu Monument ist Alpha Gene 2 ein klassisches Kollegah-Album. Er hat dabei auf Alpha Gene 2 gar nicht erst versucht, die ungeschliffene Roughness des ersten Teils zu imitieren, denn dies wäre einfach nicht authentisch. Stattdessen serviert uns der Boss einen sehr grimmigen Blockbuster, der wie ein verdammter Hollywood-Film eine hochexplosive Storyline mit zahlreichen Wendungen bereithält. Ich gebe dem Album 9 von 10 Punkten und kann hier eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Link zum Album findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch Alpha Gene 2 gefallen hat. Lasst mich außerdem wissen, ob ihr ein mögliches Boss Aura 2 Release im kommenden Jahr für realistisch haltet. Nachdem ich gesehen habe, wie freundschaftlich und ausgeglichen Kolle und San Diego im Backstage miteinander abhängen, bin ich persönlich da sehr guter Dinge. Ich werde demnächst auch noch ein Video zum Tag bei Kollegas Konzert machen und euch da noch genauer mitteilen, was ich da alles so Schönes erlebt habe. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Falls ihr mal auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es hier auf dem Kanal weitergeht, folgt mir definitiv auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Das war's erstmal von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.